Rittanalyse, meine Damen und Herren, steht wieder an bei Clipmer Horse. Und da bietet sich natürlich an, dass wir die zweite Qualifikation vom Derby nehmen. Eine Runde gefiel mir ganz besonders gut und deshalb habe ich Christian Hess gleich eingeladen zu mir. Und das war deine Runde. Vorab natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, hat man eine besondere Nervosität, wenn man das Derby reitet? Und gleich die Frage drauf, wie häufig bist du eigentlich schon das Derby geritten, Christian? Also ich habe in der Tat schon ein paar Mal das Derby geritten und trotzdem ist es besondere Anspannung. Ich glaube, das, was wir hier generell diese Tage erleben, ist ja, at its best, würde ich mal sagen. Die Bedingungen, Wetter spielt mit und dann haben wir einfach hier in Hamburg ein unglaubliches Publikum, eine unglaubliche Atmosphäre. Und für mich ist es dann so, der erste Tag, das geht immer noch relativ entspannt hier los. Aber dann, je mehr es so in diese Derby-Qualifikationen geht, erste Qualifikation ist noch irgendwie auch noch okay. Aber gestern dann mit den doch deutlich erhöhten Anforderungen und dann deutlich mehr Derby-Hindernissen schon, da wird man schon ein kleines bisschen angespannter. Wir greifen direkt an, wir gehen direkt in die Runde hinein. Ich wollte eigentlich so ganz hart sagen, du, erste Runde, 14. Platz, hattest du einen Köttel in der Hose? Oder weshalb war das im Endeffekt 2-0-Runden? Das war ja schon einfach unglaublich stark. Erste gleich mal fehlerfrei, zweite wollen wir noch nicht vorwegnehmen. Ist man schon mal, wenn man die erste absolviert hat, man weiß, das hat mit dem Derby eigentlich gar nichts zu tun. Das sind viele normale Hindernisse, die daran sind, wenig Derby-Hindernisse. Wie schätzt man das für sich selber ein? Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen anfühlen, ins Pferd reinhorchen, ein bisschen den Platz, die Atmosphäre ins Pferd bekommen. Und ich glaube, da geht es mehr drum. Und jetzt so die zweite Quali, wenn wir jetzt schon mal hier gucken, 1-2 war so ein bisschen eine klassische Linie noch, gebogen. Konnte man 8 oder 9 Galoppsprünge reiten, habe ich 9 Galoppsprünge geritten, hat er schon sehr, sehr aufmerksam gesprungen. Das war so ein bisschen hakeliger Weg, wenn man da vorne rumreiten wollte. Ich hatte mir das so überlegt. War das am Ende, muss man es reiten, vorne rum reiten, um am Ende in die vorderen Plätze zu kommen? Wir haben hier einen sehr, sehr großen Platz. Wir haben die Holsteiner Wegesprünge einfach hinten rum. Oder wie schätzt du das ein? Sagst du, alles klar, ich will vorne mit dabei sein und dann musst du vorne rum reiten? Ich würde sagen, ich glaube, es spart auf jeden Fall Weg und Zeit. Für mich war es aber auch ein bisschen der Hintergrund einfach, die Kombination an sich ist ziemlich schwer, innen drin eng. Und ich wollte so ein kleines bisschen die Spannung im Pferd behalten und habe gedacht, wenn ich so ein kleines bisschen aus der Wendung, aus der Kurve komme, habe ich ihn vielleicht noch ein ganz bisschen konzentrierter, als wenn ich so vom ganz langen Weg zur Kombination komme. Wir lassen komme. Mal kurz weiterlaufen. Es sind auch viele Fehler gemacht worden, ja, in der Kombination. Ja, auch sehr aber in den letzten luftig. Jahren auch schon. Das genau. ist ganz komisch. Es genau. ist ein normales Hindernis und trotzdem mit vielen Fehlern. Ja, weil sie sehr früh kommt und dann schon sehr hoch ist. Ja. Der Steil unglaublich hoch, der Oxer richtig breit. Ja. Jetzt kommen wir zum Wasser. So, jetzt müssen wir das mal ganz kurz sagen. Das Wasser auch in Hamburg hat immer schon so ein bisschen seine Tücken. Wo siehst du die Tücken in dem Wasser anreiten hier in Hamburg? Ja, man reitet vom Ausgang weg, auch jetzt noch. Das ist natürlich Sprung 5 am Anfang vom Parcours. Man kennt das ja, die Pferde laufen in der Regel immer so ein bisschen einfacher zum Ausgang hin als weg von der Tür sozusagen. Und dann ist das natürlich breit im Anreiteweg, aber auch das Hindernis an sich ist sehr breit. Jetzt gestern noch mit einer kleinen Absprungerleichterung. Genau. Das ist derby-spezifisch, das weiß ich. Man sieht es sehr schwer bei uns in den Kameras, weil man das natürlich immer in dem Seitenbild hat. Man hat im Endeffekt diese Absprungkante, wo man immer noch mal ein bisschen mehr Höhe bekommt, um mehr Sicherheit zu haben. Das ist nur in der zweiten Qualifikation. Genau. Das klassische Derby ist, dass man gesagt hat, nee, Herr Pulvermann hat gesagt, das Ganze oben. Das heißt, du musst im Endeffekt, du musst den Graben einfach gut treffen.
wenn wir das gerade gesehen haben, das war gut getroffen, muss ich sagen. Du musst es nicht noch mal extra Druck machen. Von daher kommt man entspannt über das Wasser. Nimmt man dann den Fluss mit für die Palisade oder wie geht man dann? Ja, ich habe es jetzt gestern in der Tat irgendwie ganz schön Balance gefühlt. Er war auf den Füßen nach dem Wasser, hat das Wasser sehr gut gesprungen und konnte dann so ein bisschen den Fluss erhalten. Jetzt geht's rauf. Mittig gehst du drauf, macht man das, meine Güte, man reitet jedes Hindernis mittig an, das ist generell so. Im Idealfall. Macht man das beim Derby auch deshalb oder gibt es da einen Grund, warum man sagt, meine Güte, das ist da eigentlich der beste Moment? Also ich würde jetzt mal sagen, ich würde immer versuchen, so ein kleines bisschen die Mitte anzureiten, da wo der Pfosten sozusagen ist. Auch das gibt mehr Perspektive. Ein kleines bisschen mehr Perspektive fürs Pferd. Genauso oben, jetzt diesen Blick, den wir jetzt durch diese Flycam haben, ähnlich habt ihr sie auch. Einiges ist total egal. Konnte sie nicht ganz so genießen in dem Moment. Einiges ist total egal, was der Reiter für eine Perspektive hat. Ich stelle mir das wirklich bei unseren Pferden vor, die halt im Endeffekt auch mit anderen Sachen mal abgelenkt sind. Wie reagiert so ein Pferd, wenn der einfach da oben ist und dann sieht er Tausende von Menschen fahren und so weiter und so fort. Wie schaffst du es, die Konzentration auf das Wesentliche, das heißt, dann nachher den Abgang einfach zu halten? Ja, ich glaube, dass dieser Wall, das ist ja bekannt und ist ja auch irgendwie die Faszination des Derbys, hat wirklich seine eigenen Gesetze, hat es ja auch schon in alle Richtungen Überraschungen gegeben, positiv wie vielleicht auch negativ. Ich glaube, wie du sagst, es ist zum einen die Atmosphäre, dieses Abgelenktsein, dass das Pferd anfängt vielleicht in die Kulisse zu schauen. Ich persönlich finde immer so diese zweite Qualifikation, den Wall runterreiten, natürlich kriegt man ein Gefühl, macht mein Pferd das gut, hat es Vertrauen, den Wall bis zur Hälfte circa runter zu rutschen. Guck uns das mal an. Er guckt auch richtig gut nach unten, genau. Sofort den Fokus nach unten. Ja. Rutscht man lieber runter oder läuft man runter? Ist egal. Ich würde sagen, im Idealfall rutschen und dann so bei der Hälfte versuchen wegzukommen. Ein Galoppsprung zu machen. Also, am Ende auch wichtig für die Planke, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, also der Wall in der zweiten Qualifikation ist wirklich, das ist eine tolle Idee, dass man das schon mal anfühlt. Und die Pferde sollen ja auch mit Gefühl in diese Aufgaben, die dann am Sonntag anstehen, rangeführt werden. Jeder Reiter hat dann so ein bisschen auch die Möglichkeit, da zu eruieren, wie ist sein Pferd davor. Nichtsdestotrotz hat diese zweite Qualifikation und ganz besonders dieser Wall noch relativ wenig mit dem Sonntag zu tun, weil du sprachst das an, wenn man oben steht, wenn man morgen da oben steht, dann hat man noch mal eine ganz andere Visualisation. Die weiße Planke dahinter, das ist für einen als Reiter, aber natürlich auch fürs Pferd unheimlich schwer, von oben im Grunde zu begreifen. Ja. Jeder Springreiter sucht eine Distanz, weil nur mit einer guten Distanz fühlt er sich wohl. Du hast am Ende, wenn du da runterrutscht, seitwärts runterläuft, du hast ja nie eine Distanz. Du musst ja am Ende, hoffst du, dass eine Distanz kommt. Ist das die Spannung oder? Ja, ich glaube, es ist dann am Ende so ein bisschen der Mix aus. Ein bisschen muss es auch laufen, du musst ein bisschen das richtige Feeling haben. Dein Pferd muss die nötige Cleverness haben. Und dann an der Planke auch einfach diesen Willen haben, die Planke auch nochmal da die Kraft zu mobilisieren. Im Grunde ist es auch ganz viel Balance und Kraft im Grunde und Cleverness. Danach geht's weiter. Trakehner super gesprungen, weil immer sehr, sehr schön im Vorwärts geblieben. Man merkt, dass es halt einfach auch, dass, wie du hattest gesagt, ein super Rhythmus. Machst du es deinem Pferd auch leicht, dass er eben nicht nur aus der Kraft springen muss, gerade wenn solche Klamotten am Ende dann nachher noch kommen. Feldsteinmauer ist so ein Ding. Und dann haben wir eben die Wegesprünge. Zum Ende muss man schauen, sich noch mal so ein bisschen zu konzentrieren oder wo ist der Kniff da? Ja, und der Platz bei diesem Wetter natürlich ein unglaublich gutes Geläuf. Der Galopp wird groß. Hat man jetzt auch gesehen, ich hatte schönen Fluss rein in die Wegesprünge, aber das musste jetzt auch nicht noch länger werden. aber alles in allem, ich glaube, die Runde war schon schön, hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Uns auch.
Wie bereitest du dich jetzt vor? Wie bereitest du dich jetzt auf den letzten Tag vor? Jetzt kann man nicht mehr viel verändern. Kondition ist da, alles ist da. Geht es jetzt wirklich nur so ein bisschen auch um Konzentration und oder gibt es besondere Rituale, die du da machst? Also ich hoffe erstmal, dass alles da ist. nein, ich werde ihn heute Nachmittag in Ruhe ein bisschen locker reiten. Heute Morgen wird er in Ruhe geführt, grasen gelassen, viel Wellness, viel umsorgt. Er soll sich gut fühlen. Er soll sich gut fühlen und so wie ich gesagt habe, ich glaube, am Ende darf man es dann auch nicht zu kompliziert machen wollen. Ja. Ja. Ich bin generell Freund davon, auch auf dem Abreiteplatz. Ich springe in der Regel auch nicht hoch ab und will, glaube ich, versuchen, dass er locker, zufrieden, motiviert dann morgen in den Parcours geht und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist ein total neues Spiel morgen und ja, wir haben schon Überraschungen in alle Richtungen gesehen und ich bin auch sicher, dass es morgen auch wieder Überraschungen geben wird. Ich hoffe, dass diese Überraschung eintrifft, dass dann Christian Hess mit seinem Pferd dann wirklich mit dem blauen Band um den Hals dann nachher einreitet und wir sagen, Süste, wir haben es schon im Vorfeld schon gesehen. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, tausend Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Danke dir.